Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Gran Turismo Sport. Wir sind in McLaren Ultimate Concept Car und wir müssen uns hier in Kyoto ganz nach vorne arbeiten. So, erstmal ein bisschen schauen. Die Wagen sind immer ein bisschen krass zu fahren, also auch im positiven Sinne. Kann man richtig durch die Kurven düsen, aber man muss eben ein bisschen auch aufpassen. Man darf nicht hier zu viel verlangen von dem Wagen. Aber ansonsten gehen die schon richtig gut ab. Aber man darf eben auch nicht zu schnell in die Kurven reinfahren. Was tun wir denn? Wir sind derzeit Platz Nummer 6. Haben auch zwei Runden. Müssen aber eben, ja, zumindest mal vor Gold ganz nach vorne kommen. Ja, wow, diese Funken. Oh, das war ein bisschen okay. Zum Glück haben wir noch keinen Schaden drin. Ich weiß gar nicht, wie viel das so ausmachen würde. So ein Crash mit echtem Schaden drin. Könnten wir aber auch irgendwann mal ein bisschen dazu schalten. Wow. Okay, das war, wie gesagt, ein bisschen zu viel gewollt. So, ich weiß gar nicht, bin ich die Strecke schon mal ganz gefahren? Immer mal wieder so in der Fahrschule oder so mal Bruchteil, aber ich glaube, ganz bin ich die Strecke noch gar nicht gefahren. Kann das sein? Vor allem, wir kommen gerade eigentlich relativ gut nach vorne. 6,5 Sekunden bis auf Platz 1. Das heißt, Platz 1 hat eigentlich auch gar nicht so viel Vorsprung. Und wir sind, ja okay, Platz 4. Wir haben jetzt die Hälfte gemacht, eine Runde. Hört sich doch gar nicht so fett an. Aber okay, Platz 3 Silber ist ja eigentlich schon mal mein Ziel. So, hier muss man wirklich ein bisschen aufpassen. Das war nicht schön gefahren. 3 Sekunden. Oh, eine Strafe haben wir auch bekommen, ein bisschen. 3 Sekunden auf Platz 3. Ja, müssen wir mal schauen. Wie sieht eigentlich von vorne aus? Oh, ich kann gar nicht richtig gucken. Ja, auch ganz nett. Alter, hier diese Kurve. Da muss man mal aufpassen. Da kommt man so schön den Berg runter. Und dann in die Kurve rein. Oh, guck mal, die sind alle auf einem Haufen. Ja, ein bisschen hier zu schnell gewesen. Oh, jetzt dreht er mir hier ein bisschen durch. Weil ich natürlich hier ein bisschen nach vorne kommen möchte. Ah, ja, okay. Jetzt wollte ich zu viel. Oh, ich vergesse es immer bei dem blöden Spiel. Dass man auf Dreieck zurückfahren muss. Das ist total beknackt. Bei allen anderen Spielen hat man bei L2 Bremsen und Rückwärtsgang auf einer Taste. Und hier muss man mit Dreieck zurückfahren. Das ist total seltsam. Also richtig, richtig seltsam. Oh, das war ja richtig, richtig blöd gerade. Aber nun gut. Ich weiß, eigentlich sage ich ja immer Silber ist mein Ziel, aber wir machen dann trotzdem mal weiter. So, es geht weiter mit einem weiteren Concept Car und zwar der Nissan. Eigentlich hat er gar keinen Namen, außer Nissan 2020 verlegt. Ist ja dran steht, Nissan Concept 2020. Okay. Man kennt so ein bisschen hinten an den Lichtern, so ein bisschen vielleicht Nissan GT-R angelegt. Von vorne eigentlich auch, von den Lichtern her. So, hier soll man bremsen. Wir sind in... Wow, hallo? So spät habe ich jetzt aber auch nicht gebremst. Kriege auch noch eine Zeitstrafe, obwohl ich mich hier eigentlich selber bestrafe. Wir sind wieder auf dem Expressway unterwegs, aber wir müssen aufpassen. Wir waren immer auf dem äußeren Ring. Jetzt sind wir auf dem östlichen Innenring. Also es muss irgendwie eine gewisse Veränderung da sein. Oder dass wir einfach nur rückwärts fahren. Fühlt sich gerade so ein bisschen an. Weiß es nicht. So, was haben wir denn jetzt hier? Ausnahmsweise im letzten Rennen haben wir ja kein Silber gemacht. Ich meine, war ja eigentlich ein cooles Rennen, aber ich will alles auch nicht so viel wiederholen. Und hier probieren wir es wieder, dass wir auf Silber kommen. Aber der andere Nissan hier vorne, gibt's ja gar nicht. Der will
uns hier gar nicht vorbeilassen. Jetzt in der Kurve ist schon ein bisschen langsamer, habe ich jetzt nicht damit gerechnet. Deshalb bin ich ihn schön hinten reingefahren, weil ich eben so dachte, okay, ich bleib im Windschatten. So, jetzt vielleicht. Hier innen reinziehen. Aber, oh ja, okay. Bisschen zu spät Gas gegeben, dann zu viel Gas gegeben. So, Platz 4. Müssen schauen. Alter, 3 Runden fahren wir ja sogar. Und jetzt hier richtig eine lange Gerade. Okay, da können wir mal schauen, was das Teil so kann. Aber können wir fahren hier andersrum? Glaub schon, bin mir aber ein bisschen unsicher. Doch, das letzte Mal sind wir gerade andersrum gefahren. So ein 8er Gang hat das Teil, glaub nicht. Alter, auch mega früh müssen wir da bremsen. Und guck mal, er ist schon wieder da. Er ist schon wieder da. Okay, diesmal relativ schön gefahren. Auch ein bisschen langsam eigentlich, aber relativ schön. So zum Beispiel in dem Rennen hier, wo wir wohl schon eine große Strecke fahren, haben wir keinen Reifenverschleiß, keinen Benzinverbrauch. Jetzt hat, ja okay, ich glaube, hier gibt es auch groß keine Box, wo man reinfahren könnte. So, aber ich habe schon ein bisschen, also 5 Sekunden auf Platz 3, aber halt 6 Sekunden auf Platz 1. Das heißt, die sind auch wieder alle schön aneinander, aber oh, die fahren ja gerade so ein bisschen davon. Da müssen wir schauen, dass wir ein bisschen besser fahren. Ein bisschen mehr riskieren. War jetzt auch schon wieder so ein bisschen eng. Hab die ganzen Straßenbreite hier ausgenutzt. Guck mal, hier kommt immer Bremsen. Aber man könnte auch durchrollen. Hier bin ich das letzte Mal, glaube ich, auch ein bisschen zu viel gebremst. Aber dann halt auch zu viel beschleunigt wieder. So, wir kommen auf die Startzielgerade. Alter, die hinter mir, die kleben an mir dran. Und die vor mir. Na, guck mal, jetzt kommen wir ganz langsam kommen wir ran. Aber auch nur ganz langsam. Ne, jetzt fährt er mir ein bisschen wieder davon. So, wir sind besser geworden, aber trotzdem 5 Sekunden halt. Und ich glaube, in der letzten Runde haben wir nicht viel aufgeholt. Klar, da vorne sind sie, aber guck mal den ganzen Bremsweg mit rein. Ah, weiß nicht, war das letzte Runde besser? Mal gucken, was er an der Zeit sagt. Ah, sogar ein bisschen besser. Klar, okay, jetzt sehe ich sie da vorne auch. Aber trotzdem. Wird schon noch ein bisschen knifflig, da an Platz 3 ranzukommen. Guck mal, die sind schön beieinander. Aber die Lücke, wo sie die hier haben, muss wirklich ein bisschen schauen, dass ich in den Kurven noch ein bisschen was raushole. Geht gerade einigermaßen ganz gut. Aber ich sehe es schon so ein bisschen kommen, so ein bisschen im Hinterkopf, dass ich in irgendeiner Kurve viel zu schnell bin und dann erstmal voll irgendwo dagegen krach. Hier war es schon grenzwertig. So, wo war das? Hier kommt es mit den Bremsen, genau. Einmal ganz kurz vom Gas runtergegangen, dann gleich wieder Vollgas durch. So, hier zum Beispiel, ja, genau. Alter, ich krieg einfach eine Strafe, wenn ich gegen die Wand fahre. Also, aber guck mal, halt knapp unter 4 Sekunden. Also geht schon wieder auf 4 Sekunden. Ist schon ein bisschen, weiß nicht, habe ich am Anfang ein bisschen geschlafen oder ich weiß es gar nicht. Oh, mega Feuerwerk, Alter. Voll krass, ich wollte schon sagen, wäre ich weiter vorne gewesen, hätte ich noch mehr abbekommen, aber da ging's nochmal ab, du. Feuerwerk für den 5. Platz. Alles klar. Na dann, heute wird es irgendwie ein Bronzetag, habe ich das Gefühl.
So, mit dem täglichen Training. Oh, das reicht noch nicht sogar. Hätte es gedacht, bei den Runden. So, wir sind nochmal in Tokio mit dem Nissan GT-R diesmal. Wir haben eine Zeitrallye und zwar jetzt sind wir auf einer ganz anderen Strecke. Wir sind im, mittleren Außenring. Und irgendwo auch hier unten, okay. Ich glaube, über uns zum Beispiel ist die Strecke, wo wir vorher gefahren sind. Oder vielleicht nochmal eine andere Variante. Oh ja, ist ja mega eng hier. Muss auch ein bisschen aufpassen. Kontakt mit der Wand und Kontakt mit Autos geben natürlich eine Zeitstrafe. Also ich will jetzt nichts gegen den GTR sagen. Also ich liebe den GTR, aber irgendwie fühlt es sich gerade so richtig langsam und träge an. Im Gegensatz zu dem... Oh, nein! Oh. Okay, jetzt habe ich hier eine Zeitstrafe bekommen. Im Gegensatz zu dem Konzeptwagen fühlt es sich so gerade so wie so eine lahme Ente an. Muss ich wirklich sagen. Nichts gegen den Wagen, ehrlich. Ansonsten fand ich den immer richtig geil, aber irgendwie... Der schwankt hier rum und ist nicht ganz so schnell. Hier drüben wieder ein Feuerwerk. Ich wollte mit dem Nissan Conceptwagen so ein richtig geiles Foto machen. Am Ende von dem Feuerwerk, aber irgendwie in der Wiederholung hat es mir das Feuerwerk nicht angezeigt. Das war ein bisschen blöd. Da hätte ich ein cooles Thumbnail machen wollen, aber irgendwie hat es nicht so ganz funktioniert. So, wir konzentrieren uns aber... Wow! Autsch! Okay, wie war das mit Konzentrieren? Okay, wir haben 2 Strafen bekommen. Ich will mir das immer so ein bisschen merken, wie viel ich so fahren kann und wie viel Strafen ich haben kann. Oder... Nein, verdammt, 3. Oh, jetzt wird's aber eng, du. Hier ist schon das Ziel. Ah, 6 Sekunden Strafe. Ah ja, heute Tag das Bronze-Dingerbums. Ja... Hätte ich mich auch noch ein bisschen anstrengen müssen. Also auf Gold hätte ich es auch nicht geschafft. Aber nur gut. So, wir holen alles ab. So, 5 Kilometer noch. Dann hätten wir das tägliche Training abgeschlossen. So, wir schauen mal hier rein. Wir haben hier noch ein Nachtrennen der Gruppe B und hier ein Langstreckenrennen. Gehen wir mal hier rein mit dem Mustang Rally Car. So, wieder was ganz anderes. Okay, es gibt glaube keine Disqualifikation, wenn ich das richtig gesehen habe. Hier stand nichts dran. Die Strecke kennen wir schon. Aber wir sind damals glaube mit einem anderen Wagen gefahren. Sind wir nicht sogar mit einem Subaru WRX damals gefahren? Also nicht mit einem eigenen Wagen, sondern mit so einem Leihwagen. Oder halt mit so einem vorgegebenen Wagen. Diesmal mit dem eigenen. Oh, guten Tag. Ich will diesen GTR in der Rallye-Version, den will ich auch noch haben. Schon aufgefallen, ich habe schon 1 Million Credits, aber... Ja, ich war noch gar nicht so beim Auto kaufen. Wie gesagt, ich weiß gar nicht, was ich alles kaufen will. Ich habe eine Mission, die war bei Dragon irgendwas auf der Küste da. Die haben wir schon gemacht, das war, keine Ahnung, Stufe 3 oder so. Und da sind wir mit einer Wagenklasse unterwegs in, ich glaube, was war es, N400 oder so. Und da habe ich also irgendwann mal den Mercedes-Benz A-Klasse AMG bekommen. Und da habe ich probiert, die Goldmedaille noch zu machen und ich kriege das ums Verrecken nicht hin. Dann wollte ich mir vielleicht einen anderen Wagen kaufen, habe mir einen BMW M3 angeschaut. Weil der eben auch in dieselbe Klasse reinfällt, aber der ist sogar schlechter. Also der hat, glaube ich, minimal bessere Höchstgeschwindigkeit, aber eine Beschleunigung soll angeblich bedeutend schlechter sein wie die A-Klasse AMG. Was mich auch so ein bisschen gewundert hat. Deshalb habe ich noch keinen Wagen eigentlich gekauft, nur alle irgendwie durch tägliches Training oder durch Missionsstufen gewonnen. So, wie viele Runden haben wir denn überhaupt? Wir sind schon in der letzten Runde, okay, nur 2. Oh, was machen die hier? Bisschen dran vorbei. Was sind wir denn? Platz 4. Oh, wir haben noch nicht mal eine Bronzemedaille. Jetzt komm hier. Hier einmal Bronze und zum Abschluss des Tages. Ich meine, es ist ja schon Nacht. Nissan GT-R war es ja auch schon Nacht. Wäre doch mal eine Silbermedaille mal richtig schick. Wenn nicht sogar eine Goldmedaille. Dass wir nicht nur hier Bronze heute bekommen haben.
Geht ja mal gar nicht. Aber, oh, die Goldmedaille ist noch ein bisschen voraus. Und natürlich darf ich keine Scheiße bauen. Weil die Silbermedaille ist noch nicht sicher. Obwohl, der war gerade voll nah hinter mir. Ich habe doch seine Scheinwerfer gesehen. Der ist aber so weit weg oder hat das Fernlicht reingemacht. Was haben wir denn hier? Ein Peugeot RCZ. Auch wieder in der Rallye-Version. Alter, diese Passage hier, richtig übel. Wenn er zu viel Gas gibt, man denkt sich immer so, oh, ich bin so langsam. Und will dann Gas geben. So, einmal vorne. Danke dafür. Wow, wow. Hier so ein schräger Sprung. Und einmal sogar Gold noch zum Schluss bekommen. Ja, dann kann man mal schauen. Oh, 6,5 Kilometer, auch ganz schön knapp. Aber es hat gereicht. So, was bekommen wir noch Gutes hier zum Schluss? Steht noch ein Mustang da. Mustang haben wir schon mal in der Rallye-Version. Was haben wir da? Oh, BMW. Ich glaube auch noch. Oh, das wird ein... Oh, ein Alfa Romeo. Wie heißt der? Mito, glaube ich. So ein Gammelwagen. Da steht ein Mustang. Ein, ich weiß nicht, war es ein M3, M5 oder so. Und ich krieg so einen gammeligen Wagen.